Liebe May, du bist in unterschiedlichen politischen Kontexten aktiv. Du bist einerseits in einer muslimischen Bewegung aktiv, die sich gegen Rassismus ausspricht. Du bist andererseits auch als Feministin aktiv. Wie siehst du deine Position als Feministin, Muslimin, politische Aktivistin hier bei uns in der westlichen Gesellschaft? Also ja, ich stehe ein für Frauenrechte, weil es ganz einfach Menschenrechte sind. Ich bin Muslima und es steht überhaupt nicht im Widerspruch, Muslimin und Feministin zu sein. Und was vielleicht viele überraschen würde, ist einfach, dass ich zum Beispiel meine Motivation aus eben dem Koran oder aus meiner Religion ziehe, dass ich dafür Gerechtigkeit einstehe. Also das steht überhaupt nicht im Widerspruch zu eben den Lernen. Und siehst du da auch Anknüpfungspunkte in Österreich, Leute, mit denen du gemeinsam auf diese Problemlagen hinweisen kannst, auch vielleicht im Bereich der organisierten feministischen Bewegungen in Österreich, oder wo ist auch deine Kritik an diesen? Ich muss leider sagen, ich fühle mich überhaupt nicht vertreten durch, also hier in Österreich, durch die organisierten Feministen, weil es einfach dieser weiße Feminismus ist, der uns, also People of Color oder muslimische Frauen, einfach aus dem Diskurs ausschließt, wenn nicht sogar manchmal bekämpft. Und ja, also ich fühle mich nicht vertreten und kann mich, identifiziere mich überhaupt nicht mit dem. Aber welche Strömung hast du da spezifisch im Kopf? Also wen kritisierst du da spezifisch? Ja, also zum Beispiel, da fällt mir so spontan die Alice Schwarzer ein. Das ist zum Beispiel eine Figur für mich, die sich als weiße Feministin eben hier in Europa etabliert hat und auch sich Gehör verschafft hat und der eben auch viele Menschen oder Frauen vor allem folgen. Und das ist eben schade, weil sie eben ihre Plattform dazu nutzt, gegen Minderheiten oder Frauen mit islamischem Hintergrund zu hetzen. Ich persönlich würde die Alice Schwarzer, ich weiß, sie sieht sich als Vertreterin des Feminismus und wird als solche wahrgenommen. Ich persönlich würde sie eigentlich stark kritisieren und auch ihre Position. Ich glaube, dass sie einen Boden legt, ich glaube, dass sie den Boden legt, um eben antimuslimisch argumentieren zu können und den Feminismus auch gegen Frauenrechte stark machen zu können. Insofern finde ich das sehr gut, wenn du da auch dich dagegen positionierst und eine klare Haltung einnimmst. Ich glaube auch nicht, dass die Alice Schwarzer für die Gesamtheit der Feministinnen in Europa steht und glaube, dass es sehr wichtig ist, da auch eine gemeinsame Stimme zu finden. Ja, ich bin total deiner Meinung. Ich finde, ich weiß, dass es auch viele Frauen gibt, die eben nicht der Meinung Alice Schwarzer sind, aber die eben lauter werden müssten oder denen halt Gehör verschafft werden sollte. Weil diese eben die Frauen sind, die den Feminismus sozusagen in Europa vorantreiben werden. Es bedarf viel mehr an intersektionalem Feminismus in Österreich und in Europa, weil wir eben jetzt Europa jetzt nicht so ausschaut wie vor 50, 60 Jahren. Wir haben jetzt Frauen mit Migrationshintergrund, wir haben jüdische Frauen, muslimische Frauen, wir haben Frauen aus allen Kulturkreisen und die fühlen sich überhaupt nicht vertreten im europäischen Feminismus. Was definierst du für dich als Feminismus? Also du hast gesagt Menschenrechte, Gleichberechtigung. Genau. Was umfasst das? Einfach die Gleichberechtigung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen, egal ob Job. Ja, also zum Beispiel die Sache mit dem weniger Verdienen in Österreich, das zum Beispiel sollte bekämpft werden. Für mich umfasst auch Feminismus auch größere Dinge wie den Kampf gegen Islamophobie, Antisemitismus, Misogynie und vor allem auch Kapitalismus. Danke. Danke.